und herzlich willkommen zu unserem vierten Stopp unserer Kälberstalltour. Heute sind wir zu Gast bei der Familie Pedersen in Riesbrick. Der Milchviehbetrieb ist mittlerweile auf eine Größe von 100 Hektar und zurzeit 115 Kühen angewachsen. Letztes Jahr hat sich die Familie entschieden, den Kälberstall umzubauen und in eine automatische Kälberfütterung der Firma Urban zu investieren. Ziel war, die Arbeitswirtschaftlichkeit und die Kälbergesundheit zu verbessern. Der Kälberstallumbau ist 2019 fertig geworden. Es wurden 5 Kälberbuchten gebaut, von denen 4 davon mit einer Tränkestation bestückt wurden. Die Kälber kommen jetzt schon 5 bis 6 Tage nach der Geburt in kleinen Gruppen zusammen und werden ab da schon direkt rund um die Uhr vom Automaten mit warmer Milch bei gleichbleibender Konzentration versorgt. Für die Kälber bedeutet dies weniger Zeit in den Einzelboxen und der Landwirt wird durch den Automaten bei der Kälberversorgung entlastet und ist nicht mehr an die Fütterungszeiten so gebunden. Besonders gut gefällt der Familie auch, dass man die Kälber gezielter füttern und abtränken kann.